to the next speaker on the list, which is a distinguished speaker from Austria. Please, you have the floor. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender. Ich möchte unserem polnischen Freund für die Vorsitzführung in solch stürmischen Zeiten danken und ich wünsche dir, Buja, viel Kraft und Mut für den kommenden Vorsitz. Österreich wird verlässlich an der Seite Nordmazedoniens stehen. Sehr geehrte Frau Generalsekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim letzten OSZE-Ministerrat in Stockholm vor einem Jahr lagen dunkle Wolken über der Ukraine und über ganz Europa. Damals ging es noch um die als Übung getarnte massive Aufmarsch russischer Truppen im Grenzraum zur Ukraine. Und dann kam der 24. Februar. Und das Undenkbare auf europäischem Boden wurde nicht nur denkbar, es wurde sogar grausame Realität. Und wir sind alle Zeugen eines eklatanten Völkerrechtsbruchs. Zeugen von gezielten Angriffen auf Zivilisten, von Killerdrohnen, von nuklearen Drohungen, vom Einsatz von Hunger und Energie als Waffe. Die Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Städten haben sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Eines ist klar, hier darf es keine Straffreiheit geben. Wir stehen zweifellos vor der größten sicherheitspolitischen Krise unserer Generation. Es gibt kein Prinzip der Schlussakte von Helsinki, das Russland in den letzten Monaten nicht gebrochen hätte. Die Achtung der Souveränität, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität der Staaten und die friedliche Regelung von Streitfällen, um nur einige zu nennen. Österreich steht weiterhin mit voller Solidarität zur Seite der Ukraine und wir werden auch weiterhin natürlich unsere ukrainischen Freunde nach allen Kräften unterstützen. Wir dürfen aber auch andere Brandherde, sehr geehrte Damen und Herren, nicht aus den Augen lassen, die jederzeit wieder aufflammen können. Wir dürfen nicht aufgrund des Fokus auf eine Krise vergessen, dass es noch andere Krisenherde gibt. Im Südkaukasus, in Transnistrien, Fragen der Rüstungskontrolle, der Menschenrechte und des Klimawandels. Wir leben tatsächlich in einer Phase multipler Krisen. Gerade deshalb müssen wir alles daran setzen, unsere Organisation für den Tag danach zu bewahren. Den Tag, an dem Diplomatie wieder Raum findet. Den Geist der Helsinki-Schlussakte nun als gescheitert anzusehen, hielte ich für sehr gefährlich, ja sogar verantwortungslos. Hier liegt es in erster Linie an Russland, zu den für alle teilnehmenden Staaten verbindlichen Prinzipien der OSZE zurückzukehren. Und daher ist meine Botschaft an die russische Führung sehr klar und unmissverständlich. Lassen Sie die Waffen ruhen, ziehen Sie Ihre Truppen ohne Wenn und Aber aus der Ukraine ab und kehren Sie zum Verhandlungstisch zurück. Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, es liegt aber auch an uns allen, die Handlungsfähigkeit der OSZE zu bewahren. Ich spreche nicht vom großen Wurf, sondern vom regulären Budget, von der Mandatsverlängerung unserer Feldmissionen, von einem Vorsitz für das Jahr 2024 und auch davon, dass Vertreter aller teilnehmenden Staaten zu hochrangigen Treffen wie heute zuzulassen sind. Zerstören wir nicht jene einzigartige Plattform, die unsere kollektive Antwort auf die Spannungen des Kalten Krieges, auf die tiefe Spaltung zwischen Ost und West damals war. Unsere Bürgerinnen und Bürger, sei es in Wien oder in Warschau, jenseits des Atlantiks oder in Zentralasien, erwarten zu Recht, dass wir Antworten auf die heutigen und auf die künftigen Herausforderungen liefern. Ohne Dialog, ohne Verhandlungen, ohne Kooperation wird es uns aber nicht gelingen, solche Antworten zu finden. Danke. Thank you very much. Now I leave